gar nichts, hier ist gar nichts vor Ort. Nichts. Was ist hier los? Warum ausgerechnet heute so viele? Das, was sich da entwickelt hat, das kannte man so eben noch nicht. Überall. Sie hatten einfach überall nur noch Hände und Finger. Das sind ja Polizisten, aber die machen ja gar nichts. Die machen ja gar nichts. Und Sie werden da belästigt, ja? Ja, aber total. Die machen einen unter Kleid und alles. Ich hatte wirklich Todesangst in dem Moment. Ich bin keiner Schwein. Ich bin keiner Schwein. Von daher war das schon eine Zäsur. Keiner war für sowas vorbereitet. Wer verpiss dich hier, Junge? Deswegen war das so wie eine Bombe. Der Platz vor dem Kölner Hauptbahnhof. Einer der mittlerweile bekanntesten Plätze Deutschlands. Direkt neben dem Dom. In der Silvesternacht 2015 ist er der Schauplatz von Diebstahl, Gewalt und hunderten sexuellen Übergriffen. Ein Ereignis, das weltweit Schlagzeilen produziert und über 1000 Notrufe alleine in dieser einen Nacht. Es sind Eindrücke der Nacht, die Deutschland bis heute bewegt. Ja, hi, Rettungsdienst der Stadt Köln, grüß dich. Hallo. Hör mal, wir sind hier am Bahnhofsvorplatz und haben jetzt hier gerade ein paar Betrunkene zu versorgen. Ja. Und die Leute schießen hier Raketen in die Masse. Hier stehen so ein paar hundert Leute. Ja. Und das gerät hier so ein bisschen außer Kontrolle. Die Grundstimmung ist auch ein bisschen aggressiv. Ja. Vielleicht könnt ihr da mal jemanden hinschicken zum Gucken. Der Beginn der Silvesternacht. Die Polizei auf dem Weg zu einem Routineeinsatz, wie sie glaubt. Ein paar Betrunkene, Böller, Taschendiebstähle. Das übliche Silvestergeschehen. Aus Siegen, aus der Provinz, eintauchen in die Großstadt Köln. So hatten Jessica und Umut sich das vorgestellt. Also Silvester hatten wir eigentlich geplant, dass wir einfach schön an den Dom gehen und dann noch an Rheinufer, dass wir da das Feuerwerk beobachten und nach 0 Uhr dann irgendwo in einen Club feiern gehen. Doch es kommt anders. Der Zug nach Köln wird immer voller. Immer mehr Menschen steigen ein, immer mehr junge Männer. Da haben wir uns auch richtig so bedrängt von allem gefühlt. Es war alles sehr eng, einfach unangenehm. So viele Menschen, die so nah an einem sind. Und dann habe ich halt auch bemerkt, dass ich am Po angefasst wurde. Und in dem Moment war sowieso so eine Panik im Zug. So alles war so bedrängt und dann habe ich auch nichts gesagt. Da fühlt man sich als Mann auch hilflos, weil die da einfach in einer Gruppe stehen und da hat man eben die Angst, dass man richtig einen auf die Mütze bekommt, wenn man da jetzt versucht da zu sagen, ja ey, was soll das, warum packst du meine Frau an? Es beginnt der Silvesterschock, um nicht mal 22 Uhr. Hallo, ich wollte ja kurz Bescheid sagen, mein Hof ist gerade hier, die sind hier voll am Aussehen, ich weiß, da sind so viele Leute drauf, ja. Alle von oben nach unten, da ist die Ausnahmezustand. Ja, ist da keine Polizei? Gar nichts, hier ist gar nichts vor Ort, nichts. 22 Uhr, die Polizeihundertschaft beginnt ihren Dienst. Die Mehrheit der 83 Beamten kümmert sich um die Feiermeile, die Kölner Ringe, um die Altstadt und die Rheinbrücken. Vom Bahnhofsvorplatz kaum die Rede. Es sind doppelt so viele Polizisten wie Silvester 2014 im Einsatz, aber deutlich weniger als im Vorfeld angefordert. Um kurz nach 22 Uhr meldet eine Streife vom Bahnhofsvorplatz an die Leitstelle der Kölner Polizei. Weit über 1000 Personen vor Ort. Mit den anwesenden Polizeikräften könne man nicht viel erreichen. Irgendetwas braut sich zusammen auf dem Bahnhofsvorplatz. Als der Leiter der Polizeihundertschaft den Platz betritt, schlägt ihm das Gegröle hunderter enthemmter, alkoholisierter Männer entgegen. Es gibt die ersten Verletzten. Die wenigen anwesenden Polizisten sind völlig überfordert. Ist da unten noch gefährlicher als hier oben? Fahr da mit den Raketen herunter. Alle Versuche, mit Polizisten, die dabei waren, zu reden, werden abgewehrt. Und doch redet einer, exklusiv mit der ARD. Er sieht es als seine Pflicht, will erzählen, wie sich viele Polizisten gefühlt haben in der Silvesternacht. Um ihn zu schützen, ist seine Stimme nachgesprochen. Für diese Menschenmengen und für dieses Areal?
waren wir definitiv zu wenig Kräfte. Haben wir uns alleingelassen gefühlt? Puh, dafür war gar keine Zeit. Wir waren damit beschäftigt, den Platz irgendwie freizuhalten. Und zu gucken, wo sind die Kollegen? Weil wir natürlich auch mit Raketen beschossen wurden, mit Böllern beworfen wurden. Es war ja nicht so, dass man jetzt ausschließlich damit beschäftigt war, den Platz irgendwie freizuhalten, sondern auch gucken musste, dass man selbst nicht verletzt wurde. Polizeinotruf. Ja, hallo. Wir sind gerade in Köln und sind gerade durch den Hauptbahnhof, durch den Eingang laufen. Und da stehen lauter Leute. Und wenn man da durchläuft, dann rapschen die einen lang in unterste Reihe und alles. Aber so richtig ziehen einen mit und lassen einen nicht los. Da stehen auch die Polizisten, aber die machen da gar nichts. Die machen da gar nichts. Und Sie werden da belästigt, ja? Ja, aber total. Die langen einen unters Kleid und alles. Nicht nur davor. Auch im Kölner Hauptbahnhof ist nach 23 Uhr Chaos. Dutzende wählen den Notruf. Bei der Bundespolizei, die im Bahnhof zuständig ist, schieben in dieser Nacht 67 Beamte Dienst. Viele ihrer Kollegen sind abgezogen für die Grenzpatrouillen in Süddeutschland. Denn in dieser Zeit kommen tausende Flüchtende nach Deutschland. Dieter Roman ist der Präsident der Bundespolizei. Er äußert sich zu den Umständen und zu den Folgen der Kölner Silvesternacht. Dieses Ereignis, dieses Täterverhalten, was erstmals in Deutschland und Europa aufgetreten ist, war weder für das Land noch für den Bund vorhersehbar und damit auch nicht für die Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 11:30 eskaliert die Situation. Es ist die Zeit, zu der Claudia Vohsen in der Silvesternacht am Bahnhof ankommt. Mit ihrem Mann, dem 13-jährigen Sohn und der 15-jährigen Tochter. Die Familie will sich am Rheinufer das Feuerwerk anschauen. Aber sie kommen nur bis zur Bahnhofshalle. Bis zum Ausgang sind es nur noch wenige Schritte. Mein Mann war vorne. Als wir zur Tür kamen, wurde der direkt weggerissen von einigen Männern, sodass ich mit den Kindern alleine war. Und dann habe ich mir nur die Kinder so geschnappt, eins vorne, eins hinten. Habe gesagt, alle an die Hände fassen. Wir haben unsere Jacken bis oben hin zugemacht, dass alles zu ist und nichts wegkommen kann. Und dann sind wir so im Gänsemarsch durch diesen Pulk hier geführt worden. Die Menge drängt sich so dicht an die Mutter mit den Kindern, dass sie nicht mal den Arm heben können. Und es waren entsprechend viele Männer, dementsprechend auch viele Hände. Und die waren überall. Finger in den Körperöffnungen. Es wurde in die Hose, oben rein, ins Hosenbund, von hinten, zwischen die Beine, hier oben an die Brüste, hinten, überall. Sie hatten einfach überall nur noch Hände und Finger. Ich habe zum Glück nicht so viel abbekommen, weil ich hatte ja den Jungen vor mir, meine Tochter hinter mir, was natürlich der Riesenfehler war. Aber das wussten wir ja leider vorher nicht, sonst hätte ich meine Tochter irgendwie anders geschützt. Aber sie war hinter mir und ich hörte sie nur so ganz nah an meinem Gesicht sagen, Mami, sind das deine Hände? Eine halbe Stunde dauert die Demütigung der Claudia Vohsen und ihrer Tochter. In der Bahnhofshalle ist laut Vohsen keine Polizei. Niemand hilft. Ja, das ist so eine Situation, da wünscht man sich und will natürlich die Kinder, die man bei sich hat, so einer Situation nicht aussetzen. Man muss sie beschützen, man will sie beschützen, man kann es aber nicht, es geht einfach nicht. Am Ende werden hunderte sexuelle Übergriffe angezeigt. Welche Erklärung gibt es dafür? Rudolf Eck ist einer der bekanntesten Gerichtsgutachter Deutschlands. Er hat die Anzeigen der belästigten Frauen untersucht. Eck ist das erste Mal wieder am Ort des Geschehens. Was sich hier an Silvester 2015 abgespielt hat, ist selbst für den renommierten Kriminalpsychologen ein besonderer Fall. Damit so etwas passiert, damit es dann immer sich weiter ausbreitet, fast wie so ein Virus, es sind zwei, drei Punkte Voraussetzung. Zum einen muss es Menschen geben, die damit angefangen haben. Die müssen also schon mit einer gewissen Absicht hergekommen sein, hier Menschen zu beklauen oder Frauen zu belästigen. Zum Zweiten muss es Personen geben, die da zunächst dazu dabei stehen, die das irgendwie staunend, vielleicht auch bewundert oder irritiert betrachten und die dann aber drittens einen gewissen Reiz darin sehen müssen, so etwas Ähnliches auch zu machen. Irgendwann schafft es Claudia Vohsen mit ihren Kindern auf den Bahnhofsvorplatz. Dort hält verzweifelt ihr Mann nach ihnen Ausschau. Meine Tochter ist erstmal, als sie aus dem Pulk rauskam, hat sie sich von mir auch ganz losgerissen und ist erstmal so raus ins Freie und hat erstmal ihre Jacke aufgemacht und die war am Pusten und am
weinen. Die hatte wie so einen hysterischen Krampfanfall und die war völlig fertig. Und dann bin ich so zu ihr hin und wollte sie nehmen. Dann hatte sie direkt diese Panik gesagt, fass mich nicht an, lass mich. Dann habe ich sie erstmal eine Minute so in Ruhe gelassen und hat sie ganz bitterlich hysterisch geweint. Und als sie sich so einigermaßen beruhigt hatte, sind wir dann mit der Familie geschlossen, hier vom Platz weg in die Seitenstraße rein, erstmal hier weg aus diesem Geschehen. Ja. Um kurz vor Mitternacht hat die Polizei verstanden, was in dieser Nacht passiert. Die Aufnahmen der Körperkameras der Polizei zeigen die aufgeheizte Stimmung auf dem Platz. Die Polizei fürchtet eine Massenpanik mit Toten und entscheidet, den Platz komplett zu räumen. Wir gehen alle runter. Alle runter. Die Beamten scheuchen die Massen zur Seite. In der Enge, der anonymen, dunklen Masse passieren noch mehr Übergriffe und Diebstähle. Um Mitternacht ist der Bahnhofsvorplatz geräumt. Die Räumung war aus meiner Sicht zu spät und hatte vielleicht doch den falschen Zweck. Das heißt, das, was man da vermeiden wollte, wäre vielleicht gar nicht entstanden, also so eine Panik. Und das, was man hätte vermeiden können, nämlich das Beenden dieser sexuellen Übergriffe und dieser Diebstähle, das wurde dadurch eher noch beschleunigt. Also es ist eine wirklich paradoxe Handlung gewesen, wenn man so will. Die Türen des Hauptbahnhofes sind während der Räumung fast alle verriegelt. So entsteht auch im Inneren eine unkontrollierbare Menschenmasse. Die internen Überwachungskameras zeigen, es wird gedrängelt und gegrapscht. Genau jetzt werden viele Frauen zum Opfer. Polizisten können nicht helfen, auch weil der digitale Polizeifunk im Bahnhof nicht funktioniert. Sie versuchen, ihre privaten Handys zu nutzen, doch das Netz ist überlastet. Es ist Silvester. Und Polizisten müssen Täter laufen lassen, weil zu viele Opfer gleichzeitig um Hilfe rufen. Es macht einen ein Stück weit wütend und traurig, wenn man vor Ort war. Wenn man das Ganze miterlebt hat. Nicht umsonst sind die Leute, die da auf der Straße stehen, zur Polizei gegangen und wollten Hilfe und wollten, dass da Gerechtigkeit waltet. Und das ist das Bittere daran, dass man da steht als Einzelperson in Uniform auf dem Bahnhofsvorplatz und weiß, da passiert was. Aber man kann nichts machen. Zusätzlich zur Verfügung stehende Polizisten des Landes fordert die Kölner Polizei in dieser Nacht nicht an. Der Kölner Polizeipräsident verliert später sein Amt. Dort angegangen werden von den Flüchtlingen ist nicht mehr normal. Da ist eine Meute von 100 Leuten, die Leute angreifen, die dort reingehen. Da wir nicht 120 oder 500.000 Polizisten dort herumlaufen haben, werden wir natürlich nicht überall sein können, aber auch da. Ist mir scheißegal, dann muss man da einfach mal reden. Reden Sie mit mir, so führe ich das Gespräch nicht fort. Entweder reden Sie vernünftig mit mir oder gar nicht. Auf Wiederhören. Ich glaube, dass wenn mehr Personal da gewesen wäre, man auch in den Bereichen, wo eben diese sexuellen Übergriffe stattfanden, andere Maßnahmen hätte treffen können und man dementsprechend dann vielleicht auch an Täter rangekommen wäre, die so in der Masse untergetaucht sind. Die Täter der Nacht. Öffentlich bekannt werden kaum welche. Über 1200 Anzeigen aus der Kölner Silvesternacht gibt es. 513 davon wegen Sexualdelikten. Bis heute haben Polizei und Staatsanwaltschaft 333 Beschuldigte ermittelt. Verurteilt werden hier am Kölner Amtsgericht gerade mal 24. Aber fast alle wegen Diebstahls oder Hehlerei. Nur 2 wegen Sexualdelikten. Ulrich Bremer von der Staatsanwaltschaft Köln hatte in den letzten 12 Monaten Journalisten aus aller Welt da. Australien, Kanada, Dubai. Alle wegen der Silvesternacht. 5 Oberstaatsanwälte arbeiten monatelang nur an diesen Fällen. Mit geringem Erfolg, wie Kritiker sagen.
Die Geschädigten konnten in den allerwenigsten Fällen die Täter wiedererkennen, aus nachvollziehbaren Gründen, weil es sich um eine solche Gemengelage, ein solches Chaos gehandelt hat. Es gibt also Geschädigte, die sagen, beschrieben haben, wie das Klima war und die auch zum Teil mitgeteilt haben, dass sie also auf den Boden geschaut hätten, um nicht zu stolpern und auch Angst gehabt hätten, den Tätern ins Gesicht zu schauen. Also da gibt es kaum Wiedererkennung und Videoauswertung war kaum möglich. Das Bildmaterial war sehr schlecht und man konnte kaum konkrete Täter finden und denen auch konkrete Taten zuordnen. Die Verfahren zur Silvesternacht, sie gestalten sich schwierig. Über 1200 Anzeigen, über 1000 Stunden Überwachungsmaterial, wenig Beweise. Was man weiß, knapp die Hälfte der 333 Beschuldigten sind Asylbewerber oder illegal Eingereiste, sagt Ulrich Bremer. Insgesamt fast 200 kommen aus Nordafrika, auch 25 Deutsche sind dabei. Organisierte Absprachen im Vorfeld der Nacht gab es aus Sicht der Ermittler nicht, wohl aber vor Ort. Ich glaube, dass sich Personen da zusammengefunden haben, um zu feiern, aber dass aus dieser Situation dann mehr geworden ist, nämlich dass man sich dann verabredet hat, dazu Eigentumsdelikte zu begehen und dann auch sexuell übergriffig zu werden. Die Herkunft vieler Täter der Kölner Silvesternacht führt zu Diskussionen über den Umgang mit Flüchtlingen. Pegida-Demonstranten, Nationalkonservative, Rechtspopulisten, besorgte Bürger. Nach Angela Merkels Wir schaffen das, kommt Köln vielen wie gerufen. Ein Terroranschlag auf deutsche Frauen, auf blonde, weiße Frauen. Flüchtlinge stehen plötzlich unter Generalverdacht. Wir sind das Volk! Flüchtlinge werden zum Hassobjekt. Die Organisation Pro Asyl zählt im ersten Halbjahr dieses Jahres 715 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime. Fast dreimal so viele wie ein Jahr zuvor. Auf die Silvesternacht folgt die gewaltsame Antwort von Brandstiftern. Armin Nassehi ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat sich intensiv mit der Diskussion um Flüchtlinge in Deutschland beschäftigt und mit den Folgen der Silvesternacht. Silvester war sozusagen der Vorwand, man kann fast sagen die Blaupause dafür, dass man all die Dinge, die man vorher schon gerne gesagt hat, jetzt mit starken Bildern verbinden kann. Die Kriminalität steigt. Es gibt ein großes kulturelles Problem im Hinblick auf das Frauenbild von Einwanderern. Wir haben die Sache nicht unter Kontrolle. Es sind quasi Terroristen im Land, die das Land mit Gewalt überziehen. All das konnte man ja an Silvester geradezu sehen. Und es stimmt ja auch, dass es ein schreckliches Ereignis war. Aber diese einfache Kausalität, man muss sagen, wie was wir heute wissen, stimmt in dieser Form einfach nicht. Deutschland, sagt Nassehi, diskutiere über Flüchtlinge, über Einwanderung, nur noch mit dem Bild des Silvesterschocks im Kopf. Insofern kann man sagen, nach Silvester ist so etwas wie ein angemessener Diskurs über Einwanderung in Deutschland so gut wie unmöglich geworden. Also cool. Auch durch die Ägypterin Hedi Blödorn soll sich das ändern. Im Auftrag von Arbeitsagenturen in ganz Deutschland coacht sie Flüchtlinge, wie man sich in Deutschland verhält. Wichtig ist ihr vor allem die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und da sammeln die Teilnehmer heute, was ihnen dazu einfällt. Orientalischer Mann, da haben wir leider nicht so viel Positives von den Leuten gefunden. Also ein bisschen eifersüchtig, der ist schnell böse. Mit dem Zeit ist es nicht so ganz immer toll, Pünktlichkeit und so. Okay, deutsche Frau, die haben gesagt, diese ist schick, die ist stark, ist praktisch und die ist verrückt. Hedi Blödorn will die eingefahrenen Gedankenmuster aufbrechen, sagt sie. Gerade nach der Silvesternacht. 6 Wochen geht der Kurs. Warum dürfen Frauen nach den Vorstellungen der arabischen Männer im Kurs keine Busfahrerin werden, fragt Blödorn. Sie merkt, dieser Syrer kann es nicht richtig erklären. Er sagt, ich lebe hier in Europa. Okay, warum akzeptierst du das nicht? Er sagt, weil ich bin ein arabischer Mann. Jetzt diskutieren wir weiter. Dann trauen sich auch die Frauen, ihre Meinung zu sagen. Für Hedi Blödorn ein erster Erfolg. Eine Syrerin zeigt Selbstbewusstsein und sagt, er sagt, ich kann gern ein Flugzeug fahren, aber nicht ein Bus. Es ändert sich. Es ändert sich sehr viel in diese Kurse. Und das sehe ich am erste Woche und letzte Woche.
Das ist ein Riesenunterschied. Am Anfang bin ich angefangen mit 20, 21 Teilnehmern und jetzt bringt er seine Frau mit, drei Kumpel mit. Nee, das ist schön. Und das ist es. Also sie wollen lernen. Nein. Als es im Integrationskurs um die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht geht, bekommt ein junger Syrer viel Zustimmung. Wer vor dem Krieg flieht, wird Deutschland nicht solchen Ärger bereiten. Wir alle müssen jetzt beweisen, dass wir nicht so sind. Nicht so wie die Täter der Nacht. Die zwei verurteilten Sexualtäter. Sie zu finden scheint lange aussichtslos. Bis heute hat keiner der beiden im Fernsehen gesprochen. Einer sitzt hier, in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren bei Paderborn. Hinter hohen Mauern, Zäunen und Überwachungskameras. Das ist Hassan Tabar. Zumindest sagt er das. Zumindest unter diesem Namen ist er verurteilt worden. Er sei aus Nordafrika, sagt er, und erzählt von der Silvesternacht aus seiner Sicht. Ich weiß gar nicht, wie sich das so entwickelt hat. Wir waren auf der Domplatte und es war alles in Ordnung. Und dann kam ein Mann zu mir und hat mich höflich gebeten, ein Foto von ihm und zwei Mädchen zu machen. Und am Ende habe ich noch ein Foto mit den beiden Mädchen gemacht. Mit ihrer Erlaubnis. Ich habe sie nicht gezwungen, das zu machen. Diese Fotos werden Hassan Tabar später überführen. Einen von knapp 200 nordafrikanischen Beschuldigten der Silvesternacht. Einer Tätergruppe, die der Polizei überdurchschnittlich häufig auffällt. Die Fotos entstehen mit den Opfern vor den sexuellen Übergriffen in der Nacht. Und sie ist eines der beiden Opfer. Lena ist 20 Jahre alt. Sie will nicht erkannt werden, sagt sie. Sie, ihre Freundin und deren Verlobter werden an Silvester bedrängt. Die Herren kamen halt auf uns zu und fragten halt, ja, können wir ein Foto machen? Da haben wir halt noch nicht daran gedacht, dass es irgendwie ans Begrapschen geht. Also es kamen immer mehr Menschen zu uns, haben uns dann alle getrennt, sodass wirklich jeder mehr oder weniger auf sich selbst gestellt war, sage ich mal. Ja, bei mir war es halt so, dass ich festgehalten wurde. Also sag mal, dass der Arm dann um mich gelegt wurde und ich dann angefangen wurde, abgeleckt zu werden und zu küssen. Da wurde dann halt mein Gesicht zu ihm gedrückt, dass ich auch noch nicht mal mein Gesicht irgendwie abwenden konnte. Und mit der Hand, also mit der anderen Hand, konnte ich weder den, ich sag mal, am Brustkorb den wegdrücken oder so, weil er halt, ich sag mal, mehr oder weniger stärker war als ich, dass ich da gar keine Chancen hatte, alleine da rauszukommen. Da blieb mir nichts übrig, als irgendwie zu hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Anfang Juli verurteilt das Kölner Amtsgericht Hassan Tabar wegen Beihilfe zur sexuellen Nötigung durch eine Gruppe von 15 bis 20 Tätern, weil Lena ihn erkennt. Er bekommt ein Jahr auf Bewährung. Nach Silvester ist das ein Abschiebegrund. Hassan sagt, er sei unschuldig. Ich bin nicht, 100% habe ich nicht gemacht. Die Leute hat gemacht diese Sachen. Ich bin kein Schwein. Das ist eine Verschwörung, um uns Nordafrikaner schlecht zu machen. Es waren nicht alles Nordafrikaner. Jemand hat uns angegriffen, hat die Mädchen mit Gewalt genommen und mich weggeschubst. Hassan, der am Ende des Interviews sagt, er sei aus Marokko, bestreitet bis heute Lena, ihrer Freundin und dem Verlobten etwas angetan zu haben. Die Silvesternacht. Für Lena und ihre Freunde noch lange spürbar, sagt sie. Wir haben sehr viel zu dritt was gemacht. Heißt, wir waren dann sehr oft zusammen, haben uns irgendwie getroffen, auch viel geredet, um das irgendwie, ich sag mal, zu verarbeiten und dass wir uns allen dreien irgendwie Halt geben. Lena sagt, sie sei froh, dass wenigstens ihre Peiniger verurteilt wurden. Das ist halt schon erschreckend, dass es so wenige gibt, die verurteilt werden konnten. Natürlich hätten wir uns gerade bei den versuchten und vollendeten Vergewaltigungen gewünscht, dass wir da Täter hätten ermitteln können. Wir sind da auch noch nicht am Ende, aber das ist uns bislang leider nicht gelungen. Aber es gibt auch einzelne DNA-Treffer,
Da fehlt uns nun das Vergleichsmaterial. Es ist also durchaus denkbar, dass wir auch noch in Zukunft dann eben auch schwerwiegendere Taten werden aufklären können. Polizei Nordhof. Schönen guten Tag. Ich wollte Ihnen einfach einmal mitteilen, auf der Hohenzollernbrücke Richtung Dom scheint eine Massenpanik zu drohen. Vielleicht schaut sich das mal jemand an. Und es fangen auch ganz viele Leute schon wieder an, dann über die Gleise zu klettern. Ja, okay, wir schauen uns das mal an. Ne? Die Hohenzollernbrücke über den Rhein, direkt hinter dem Kölner Hauptbahnhof. Es ist nach Mitternacht in der Silvesternacht. Von hier hat man einen schönen offenen Blick aufs Feuerwerk. Auf dem extrem schmalen Fußweg neben den Bahngleisen, die in den Hauptbahnhof münden, stehen die Menschen dicht gedrängt. Durch die Räumung des Bahnhofsvorplatzes ist der direkte Weg von der Brücke in den Hauptbahnhof lange blockiert. Es bricht Panik aus. Es gab Menschen, die haben ihre Kinder rübergehalten und darauf hingewiesen, das Gedränge ist ja wie bei der Love Parade, nehmt mir das Kind an, rettet mein Kind. Das führte dann dazu, dass der Polizeiführer der Bundespolizei sich richtigerweise dazu entschieden hat, den Gleisverkehr auf der Hohenzollernbrücke zu sperren, um Menschen auch über die Gleise den Abfluss zu ermöglichen. Die Züge fahren nicht mehr. Überfüllte Bahnsteige. Der Hauptbahnhof wird jetzt im Innenbereich zur Falle. Es geht kaum einen Zentimeter weiter, mehr als eine Stunde lang. Die Bundespolizei hatte im Vorfeld verlangt, die Hohenzollernbrücke für Fußgänger komplett zu sperren. Auch um zu verhindern, dass ein solches Gedränge entsteht. Die Stadt Köln lehnte ab. Kommendes Silvester wird die Brücke nun gesperrt. Polizei, Notruf Köln. Also wir wurden gerade hier am Hauptbahnhof zu dritt überfallen. Also ohne das jetzt rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele, schwarze Personen und ausländische Personen, die uns auf einmal alle angegriffen haben. Die haben mir zum Beispiel die Hose runtergerissen und das Kleid hochgerissen und ich habe noch um mich geschlagen. Polizeinotruf. In der Leitstelle der Kölner Polizei will man von all dem nichts mitbekommen haben. Dabei laufen alle Notrufe hier zusammen. Und nicht nur die. Um 2.30 Uhr in der Silvesternacht telefoniert der Chef der Leitstelle mit dem Gruppenführer am Hauptbahnhof. Der spricht von bürgerkriegsähnlichen Zuständen vor Ort. 80-90% seien Migranten, Flüchtlinge. Doch der Leitstellenchef weigert sich, diese Info in eine interne Polizeimeldung aufzunehmen. Er hält das für politisch heikel, wird er später sagen. Und selbst am nächsten Tag verschweigt die Polizei das Ausmaß und die Herkunft der Täter in einer Pressemitteilung. Darin ist von ausgelassener Stimmung die Rede, von weitgehend friedlichen Feiern. Zeitungen und Fernsehsender wie auch die ARD glauben der Polizei, obwohl in sozialen Medien schon die ersten Hinweise auftauchen. Erst Tage später wird ausführlich berichtet. Das war ja so eigenartig. Wir wussten ja gar nicht, was denn da jetzt genau passiert. Und da muss doch irgendwer, die Medien müssen irgendwas berichten. Und da haben wir also nichts gefunden, außer dass kurz drauf im Lauf des Tages dann der Polizeibericht kenntlich gemacht wurde. Also da hieß es dann, es wäre alles friedlich gewesen, es gab keine Ausschreitungen. Die Silvesternacht wäre ruhig gelaufen. Mir ist dann schlecht geworden. Es ist ein Schlüsselmoment für die Folgen der Nacht. Vertuschungsvorwürfe an die Polizei und Glaubwürdigkeitsverlust der Medien. Weil die entscheidenden Details der Nacht versickern. Bei der Kölner Polizei und der Bundespolizei. Also bei der Bundespolizei gab es ein internes Kommunikationsproblem nach oben. Dass die entscheidenden Stellen zu spät letztlich erfahren haben über das Ausmaß des Täterverhaltens in der Nacht. Das ist ein internes Kommunikationsproblem bei der Bundespolizei gewesen, wie bei anderen Behörden auch. Aber das bedeutet nicht, dass wir hier versucht hätten, irgendetwas zu vertuschen. Vertuschung oder nur ein Kommunikationsproblem? Darum und um die politischen Folgen der Nacht geht es in Düsseldorf seit Februar. Da setzt der Landtag Nordrhein-Westfalens den Untersuchungsausschuss Silvesternacht ein. In mehr als 50 Sitzungen mit fast 200 Zeugen wird die Nacht rekonstruiert. Die rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gerät unter Druck. Sie will die Dimension der Silvesternacht erst 4 Tage danach erkannt haben. Und es geht um einen anonymen Anrufer.
Der soll am Neujahrsmorgen bei der Polizei angerufen und darauf gedrängt haben, das Wort Vergewaltigung aus einer Polizeimeldung zu streichen. Angeblich auf Wunsch von einer Landesbehörde, sagt die Polizei. Der Anrufer kann nie ermittelt werden, die Verbindungsdaten sind bereits gelöscht. Uns interessiert insbesondere natürlich, was dran ist an den Vorwürfen, dass der Begriff Vergewaltigung vertuscht werden sollte. Warum hätten wir irgendwas vertuschen sollen? Warum hätte ich nicht reagieren sollen, wenn ich vorher was gewusst hätte? Ich finde diese Vorhaltung nach wie vor überhaupt nicht nachvollziehbar. Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Ministerpräsidentin nicht nur A. nichts wusste, sondern auch B. offenbar nichts wissen wollte. Ende Oktober. Der letzte prominente Zeuge ist vor den Ausschuss geladen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Der Ausschuss habe eine große Bedeutung für die Aufarbeitung der Silvesternacht, sagt de Maizière. Mehrere Gesetzesverschärfungen im Asylrecht sind die Folgen der Nacht. Wenige Tage danach haben Kollege Maas und ich uns auf eine Verschärfung des Ausweisungsrechts verständigt. Das Gesetz ist in hohem Tempo vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Mit dem Asylpaket 2 haben wir auch Abschiebungen erleichtert. Wir haben dann ein Gesetz beschlossen, was Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer erklärt. Ich bedauere sehr, dass der Bundesrat diesem Gesetz noch nicht zugestimmt hat. Es muss alles schnell gehen nach der Silvesternacht. 2 Stunden wird de Maizière abseits der Kameras vor dem Ausschuss befragt. Sein Fazit? Die Gewalt sei nicht vorhersehbar gewesen. Eine Nacht und ihre Folgen. Diese Silvesternacht, auch in der Nachbereitung, hat uns dazu gebracht, einen differenzierten Blick auf die Dinge zu haben. Die allermeisten Flüchtlinge sind, wenn sie aus Krisengebieten kommen, schutzbedürftig. Ihre Kriminalitätsbelastung ist unterdurchschnittlich. Gleichzeitig gibt es nicht unerheblich Asylbewerber, die das Asylrecht missbrauchen, um hier entweder eine wirtschaftlich bessere Zukunft zu haben oder Straftaten zu begehen. Und das erfordert dann auch eine harte Antwort des Rechtsstaates. Objektive Daten sagen uns ziemlich eindeutig, dass die Flüchtlingssituation in Deutschland nicht zu einer Erhöhung von Kriminalität geführt hat und das Land nicht wirklich unsicherer geworden ist. Aber das Gefühl lässt sich offenbar leicht bedienen. Die Kölner Silvesternacht und ihre Folgen. Die Opfer sind traumatisiert. Flüchtlinge werden mit anderen Augen gesehen. Und die Bundesregierung reagiert. Aber die harte Antwort des Rechtsstaats trifft auch Unschuldige. Auch aus Nordafrika. Samir ist 22 und kommt aus Algerien. Er ist einer von 35 Angeklagten, die sich vor dem Amtsgericht Köln nach Silvester verantworten müssen. Und der Einzige, der freigesprochen wird. 2 Wochen nach Silvester wird er festgenommen. Heute ist klar, Samir saß 4,5 Monate zu Unrecht in Untersuchungshaft. Vor Gericht wird er freigesprochen, weil das Opfer sagt, Samir sei unschuldig. Die Polizei hat meinen Ausweis kontrolliert, mich schlecht behandelt. Und dann hat die Staatsanwaltschaft mir auf einmal vorgeworfen, dass ich jemandem ein Telefon geklaut hätte. Bis der Beklaute dann selbst kam und gesagt hat, dem ist doch selbst ein Telefon geklaut worden. Da war die Staatsanwaltschaft fassungslos. Hätte der Zeuge von Anfang an die Angaben gemacht, die er später in der Hauptverhandlung gemacht hat, wäre es niemals zu einer Anklage gekommen. Eine über 300 Seiten dicke Akte füllt Samirs Verfahren. Vor Gericht geht dann aber alles ganz schnell. Freispruch nach nur einer Zeugenaussage. Ganz speziell an dieser Akte zeigt sich das Chaos, was an Silvester in Köln geherrscht haben muss. Hier sind aus meiner Sicht so viele Sachverhalte, unter Umständen auch andere Straftaten, miteinander vermischt worden, dass niemand durchgeblickt hat, wem kann ich was überhaupt zuordnen. Es sind hier Bezüge drin zu Dingen, die auf Gleisen passiert sind, wo Samir gar nicht war. Es sind Bezüge zu Vorfällen auf der Domplatte selber, die betreffen aber auch nicht den Fall, in dem Samir angeklagt war. Dafür leider 4 Monate Haft. Für Samir spielt das alles keine Rolle mehr. Über 4 Monate in U-Haft und die Folgen. Die Zeit im Gefängnis habe ihn aus der Bahn geworfen, sagt er. Er habe noch nicht mal einen Antrag auf Asyl gestellt. Er zeigt uns alles, womit er sich ausweisen kann. Einen einfachen Meldezettel. Jetzt haben sie mich hier untergebracht.
aus dem einen Gefängnis entlassen und ins nächste gesteckt. Hier kommen nur Problemfälle hin. Aber ich bin doch freigesprochen worden. Ich habe keine Probleme verursacht. Ich habe doch nichts gemacht. Das Problem ist die Silvesternacht. Hier wohnt Samir. In einer Unterkunft von Flüchtlingen und Obdachlosen, direkt neben der Autobahn. Es gibt oft Randale, sagt er. Die Stadt Bocholt will die Einrichtung räumen. Wie es für Samir dann weitergeht, er weiß es nicht. Ich verschwende hier mein Leben. Proletarianruf Köln. Schönen guten Tag. Ich wollte einen Handydiebstahl melden. Wir sind aus dem, sag ich mal, Tatort geflüchtet, weil gleichzeitig meine Cousine und meine Freunde wurden wirklich, also an der Vagina betatscht, also unter den Rock gepackt. Gehen Sie bitte zur nächsten Polizeiwache, wenn Sie noch im Bereich rund um den Hauptbahnhof sind, dann ist die nächste Polizeiwache die Stolkgasse. Okay. Dort können Sie dann die Anzeige erstatten und dann natürlich auch die Anzeige bezüglich der sexuellen Belästigung. Die Innenstadtwache Stolkgasse. Keine 10 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof. Viele, die in der Nacht den Notruf wählen, werden von der Polizei hierhin geschickt. Um die Anzeigen aufzunehmen, ist in der Silvesternacht eine junge Beamtin eingesetzt. Sie ist unerfahren, will nichts falsch machen. Es kommen immer mehr Frauen. Am Ende werden es mehrere Dutzend sein. Doch die Polizistin bearbeitet nur die Anzeigen von 3 Mädchen. In der gesamten Nacht. Mehr schafft sie nicht. Viele Betroffene verlassen die Wache unverrichteter Dinge, geben in dieser Nacht gar keine Anzeige auf. Andere erst Tage später. Es ist das Ende der tragischen Nacht, einer Nacht mit politischen Folgen. Im November tritt ein neues Sexualstrafrecht in Kraft. Nein soll nun auch Nein heißen. Verabschiedet nach den Ereignissen in Köln. Nachdem es bis dahin monatelang im Kanzleramt lag, ohne bearbeitet zu werden. Wer gegen den erkennbaren Willen eine sexuelle Handlung an einer anderen Person vornimmt, macht sich künftig strafbar. Der flüchtige Griff an den Po, an die Brust, ist jetzt auch sanktioniert. Sicherheit für Frauen und Mädchen, immer und überall! Köln, Ende November. Es ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Hunderte sind da, um ein Zeichen zu setzen, wie die Veranstalter sagen. So viele wie in diesem Jahr seien es noch nie gewesen. Was ist hier los? Warum ausgerechnet heute so viele? Das, was sich da entwickelt hat, das kannte man so eben noch nicht. Überall. Sie hatten einfach überall nur noch Hände und Finger. Das sind ja Polizisten, aber die machen ja gar nichts. Die machen ja gar nichts. Und Sie werden da belästigt, ja? Ja, aber total. Die machen einen unter Kleid und alles. Ich hatte wirklich Todesangst in dem Moment. Ich bin keiner Schwein. Von daher war das schon eine Zäsur. Keiner war für sowas vorbei. Geh verpiss dich hier, Junge. Deswegen war das so wie eine Bombe. Der Platz vor dem Kölner Hauptbahnhof. Einer der mittlerweile bekanntesten Plätze Deutschlands. Direkt neben dem Dom. In der Silvesternacht 2015 ist er der Schauplatz von Diebstahl, Gewalt und hunderten sexuellen Übergriffen. Ein Ereignis, das weltweit Schlagzeilen produziert und über 1000 Notrufe alleine in dieser einen Nacht. Es sind Eindrücke der Nacht, die Deutschland bis heute bewegt. Ja, hi, Rettungsdienst der Stadt Köln, grüß dich. Hallo. Hör mal, wir sind hier am Bahnhofsvorplatz und haben jetzt hier gerade ein paar Betrunkene zu versorgen. Ja. Und die Leute schießen hier Raketen in die Masse. Hier stehen so ein paar hundert Leute. Ja. Und das gerät hier so ein bisschen außer Kontrolle. Die Grundstimmung ist auch ein bisschen aggressiv. Ja. Vielleicht könnt ihr da mal jemanden hinschicken zum Gucken. Der Beginn der Silvesternacht. Die Polizei auf dem Weg zu einem Routineeinsatz, wie sie glaubt. Ein paar Betrunkene, Böller, Taschendiebstähle. Das übliche Silvestergeschehen. Aus Siegen, aus der Provinz, eintauchen in die Großstadt Köln. So hatten Jessica und Umut sich das vorgestellt. Also Silvester hatten wir eigentlich geplant, dass wir einfach
schön an den Dom gehen und dann noch an Rheinufer, dass wir da das Feuerwerk beobachten und nach 0 Uhr dann irgendwo in einen Club feiern gehen. Doch es kommt anders. Der Zug nach Köln wird immer voller. Immer mehr Menschen steigen ein, immer mehr junge Männer. Da haben wir uns auch richtig so bedrängt von allem gefühlt. Es war alles sehr eng, einfach unangenehm. So viele Menschen, die so nah an einem sind. Und dann habe ich halt auch bemerkt, dass ich am Po angefasst wurde. Und in dem Moment war sowieso so eine Panik im Zug. So alles war so bedrängt und dann habe ich auch nichts gesagt. Da fühlt man sich als Mann auch hilflos, weil die da einfach in einer Gruppe stehen. Und wenn man, da hat man eben die Angst, dass wirklich, dass man richtig einen auf die Mütze bekommt, wenn man da jetzt versucht, da zu sagen, ja ey, was soll das? Warum packst du meine Frau an? Es beginnt der Silvesterschock. Um nicht mal 22 Uhr. Also ich wollte ja kurz Bescheid sagen, Bahnhof ist gerade hier, die sind hier voll am Aussehen, ich weiß, da sind auch viele Leute drauf, ja. Alle von oben nach unten, da ist die Ausnahmezustand. Ja, ist da keine Polizei? Gar nichts, hier ist gar nichts vor Ort, nichts. 22 Uhr, die Polizeihundertschaft beginnt ihren Dienst. Die Mehrheit der 83 Beamten kümmert sich um die Feiermeile, die Kölner Ringe, um die Altstadt und die Rheinbrücken. Vom Bahnhofsvorplatz kaum die Rede. Es sind doppelt so viele Polizisten wie Silvester 2014 im Einsatz, aber deutlich weniger als im Vorfeld angefordert. Um kurz nach 22 Uhr meldet eine Streife vom Bahnhofsvorplatz an die Leitstelle der Kölner Polizei. Weit über 1000 Personen vor Ort. Mit den anwesenden Polizeikräften könne man nicht viel erreichen. Irgendetwas braut sich zusammen auf dem Bahnhofsvorplatz. Als der Leiter der Polizeihundertschaft den Platz betritt, schlägt ihm das Gegröhle hunderter enthemmter, alkoholisierter Männer entgegen. Es gibt die ersten Verletzten. Die wenigen anwesenden Polizisten sind völlig überfordert. Ist da unten noch gefährlicher als hier oben? Voller mit den Raketen herum. Alle Versuche, mit Polizisten, die dabei waren, zu reden, werden abgewehrt. Und doch redet einer, exklusiv mit der ARD. Er sieht es als seine Pflicht, will erzählen, wie sich viele Polizisten gefühlt haben in der Silvesternacht. Um ihn zu schützen, ist seine Stimme nachgesprochen. Für diese Menschenmenge und für dieses Areal waren wir definitiv zu wenig Kräfte. Haben wir uns alleingelassen gefühlt? Dafür war gar keine Zeit. Wir waren damit beschäftigt, den Platz irgendwie freizuhalten. Und zu gucken, wo sind die Kollegen? Weil wir natürlich auch mit Raketen beschossen wurden, mit Böllern beworfen wurden. Es war ja nicht so, dass man jetzt ausschließlich damit beschäftigt war, den Platz irgendwie freizuhalten, sondern auch gucken musste, dass man selbst nicht verletzt wurde. Polizeinotruf. Ja, hallo. Wir sind gerade in Köln und sind gerade durch den Hauptbahnhof, durch den Eingang laufen. Und da stehen lauter Leute. Und wenn man da durchläuft, dann rapschen die eine lang in unterste Reihe und alles. Aber so richtig ziehen einen mit und lassen einen nicht los. Da stehen auch die Polizisten, aber die machen da gar nichts. Die machen da gar nichts. Und Sie werden da belästigt, ja? Ja, aber total. Die langen einen unters Kleid und alles. Nicht nur davor. Auch im Kölner Hauptbahnhof ist nach 23 Uhr Chaos. Dutzende wählen den Notruf. Bei der Bundespolizei, die im Bahnhof zuständig ist, schieben in dieser Nacht 67 Beamte Dienst. Viele ihrer Kollegen sind abgezogen für die Grenzpatrouillen in Süddeutschland. Denn in dieser Zeit kommen tausende Flüchtende nach Deutschland. Dieter Roman ist der Präsident der Bundespolizei. Er äußert sich zu den Umständen und zu den Folgen der Kölner Silvesternacht. Dieses Ereignis, dieses Täterverhalten, was erstmals in Deutschland und Europa aufgetreten ist, war weder für das Land noch für den Bund vorhersehbar und damit auch nicht für die Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 11:30 eskaliert die Situation. Es ist die Zeit, zu der Claudia Vosen in der Silvesternacht am Bahnhof ankommt. Mit ihrem Mann, dem 13-jährigen Sohn und der 15-jährigen Tochter. Die Familie will sich am Rheinufer das Feuerwerk anschauen. Aber sie kommen nur bis zur Bahnhofshalle. Bis zum Ausgang sind es nur noch wenige Schritte. Mein Mann war vorne. Als wir zur Tür kamen, wurde der direkt weggerissen von einigen Männern, sodass ich mit den Kindern
alleine war. Und dann habe ich mir nur die Kinder so geschnappt, eins vorne, eins hinten. Habe gesagt, alle an die Hände fassen. Wir haben unsere Jacken bis oben hin zugemacht, dass alles zu ist und nichts wegkommen kann. Und dann sind wir so im Gänsemarsch durch diesen Pulk hier geführt worden. Die Menge drängt sich so dicht an die Mutter mit den Kindern, dass sie nicht mal den Arm heben können.